herzlich willkommen im zweiten Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben und haben ja einiges hier gesehen und auch schon kennengelernt. Und ja. Gute Güte, was ist das für ein riesiges Ding? Keine Ahnung, ich weiß nur, wir können es kapern. Es ist natürlich ein T-Rex, Leute. Wir können hier einfach mal alles zerstören mit dem T-Rex. Aber auch wirklich fast alles. Selbst die Kettenhunde können wir, glaube ich, umbringen. Ja, Da ist was. Da ist was. Wir bringen einfach mal alle Kettenhunde um. Und räumen uns hier den Weg einfach mit dem Dinosaurier frei. Ich meine, warum denn nicht, ne? So. Ich meine, es läuft doch, oder? Komm schon. T-Rex, zeig mir, was du kannst. Ja, was ist denn jetzt los? Ach, kann man die nur eine bestimmte Zeit haben, oder was? Huch, das Ding war zu groß. Ich konnte es nicht länger halten. Ach so, also hat man dann eine bestimmte Zeitvorgabe, oder was? Gut, ich versuche immer noch herauszufinden, wie man am schnellsten dann zu Cappy kommt. Moment, jetzt halte ich euch mal raus, oder? Ich hatte euch was raus, aber ich komme einfach nicht dahinter zum Mutland, zu diesen Dings da. Ja, gut, mit runterfallen geht das sowieso nicht. Sehr schön, aber wir holen uns jetzt erstmal den ersten Mond, den wir freigeschaltet haben. So, der ist da hinten. Ein Mond für dich! Beiß dich durch das Gestein, hieß die Aufgabe. Sehr schön. Es gibt doch, glaube ich, irgendwie zwei Arten von Hilfsmitteln. Also einmal... Ach, verdammt. Ich weiß immer noch nicht, wie man dieses scheiß Cappy erreichen soll. Also, nicht scheiß Cappy, sorry, aber... Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Cappy am einfachsten erreicht. Geht's davon einfach mal... Ups. Geht davon einfach mal aus. Weitsprung. Ja, das hat geklappt. Gut, also Weitsprung ist, glaube ich, die Lösung ungefähr. Oben auf den großen Baumstamm. Da ist dieser Checkpoint. Okay. Es sieht relativ gut hier oder schön hier oben auch aus. Also, wenn es dann wirklich wieder nicht weg, aber was hat mir das jetzt gebracht? Nur ein weiterer Checkpoint? Das sieht aus, ne? Na gut. Ich muss das erst noch ein bisschen lernen. Wie bereits gesagt, es ist ein neues Spiel. Natürlich muss ich erst lernen. Ich kann aber immer wieder diesen Zweitsprung nicht. Holy shit, war das knapp gerade. Hallo, Kettenhunde, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ja, und dann schafft das nicht mal, weißt du? Oh, hier haben wir was. Was haben wir denn hier? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ah. Reisetipp, Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten willst, tu folgendes. Bewege die Joy-Con-Controller rückartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopf mutiert dann um dich herum. Okay. Moment. Ja gut, so nicht. Ah, okay. Das ist cool. Oh ja, wir haben was. Man muss hier wirklich auf alles... Ach, Münzen. Die wollen wir schnell easy hier holen, Leute. Natürlich, wir holen die easy, die Münzen. Und gehen hier auch weiter. Lass uns gar nicht aufhalten, wir haben zwar eine Hauptmission, aber
Die interessiert uns zurzeit noch nicht. So. Ich höre ganz viele Soundtracks aus Galaxy. Also, nicht Soundtracks, diese Soundeffekte aus Galaxy ein bisschen heraus. Dass die aus Galaxy remixed sind. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich höre das so heraus. Kann es sein, dass ich jetzt komplett daneben liege, aber trotzdem, ich höre es so heraus. So. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Zum nächsten Halbzeitflagge. Steinburg. Hallo? Geht's dir gut? Ich kann diesen Seitwärtssprung noch nicht. Also diese Seitwärtswurftechnik noch nicht. Das muss ich aber auch erst alles lernen. Ah, jetzt hat es funktioniert. Wir holen uns hier wieder 3 Liter Coins ab. Da hinten gibt es doch schon wieder was. Ich sehe, man sieht immer wieder was Neues. Ich sag's doch. Oh, da ist Katzenpeach. Und so zum Teufel ist da Katzenpeach, okay. Wir aktivieren sie mal und kriegen ein Herz. Sehr schön, haben wir jetzt wieder 6. Okay, da ist nicht so weiter zur Zeit. Wir können hier hoch. Was schon mal gut ist. Wir müssen das aktivieren, dann können wir hierher. Und das hat uns lila Coins gegeben, natürlich. Immer wieder. Oh, was ist das denn? Boom. Ah, cool, das ist eine 2D-Sektion. Ich zeige euch gleich, was das heißt. Aber zuvor möchte ich hier noch die Münzen einsammeln, die man hier verloren hat. Was war das denn? Hallo? Münzen! Ja. Anstatt die Münzen aufzusammeln, lasse ich sie in den Tod fallen. So kann man natürlich ohne sein Geld verschwenden. Also, egal. Wir gehen jetzt erstmal in die 2D-Sektion. Das bedeutet, wir gehen durch diese Röhre. Und haben jetzt hier eine 2D-Sektion. Wir sind ja ganz flach, irgendwie auch pixelig. Jo, das erinnert sofort an die alten Super Mario Bros. Teile. So, schön hier. Ist hier denn? Ne, nicht, okay. Könnte man denken, da ist was, aber da ist im Endeffekt natürlich nichts. So, ja, genau. Übertreibt halt oder irgendwas, ist aber auch was. Ah, aha. Es geht hier hinten zu einem Mond, der über auch pixelig ist. Hinter dem Wasserfall hieß die Aufgabe. Okay. Man kann hier halt nicht so krass durchrushen, weil man halt auch alles finden muss. Ich will auch gar nicht so krass durchrushen hier. So, über den fossilen Fällen war unsere jetzige Aufgabe. Ja. So, können wir den da euch nicht besiegen, oder was? Ach nee, wir können eine Kettenreaktion auslösen. Cool. Okay, da ist nichts weiter. Mit dem Dino kommt man hier nicht hin, oder? Oh. Ich bin mir sicher, der Ausblick auf diese Mastspitze ist einmalig. Okay, sollte man nochmal so ein Herz einsammeln mit einer Krone auf, dann funktioniert das nicht. Okay. Hallöchen! Wer bist du denn? Ach du Scheiße. Wer ist das denn? Was? Willst du meine Munde, um dein doofes altes Luftschicht zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde noch nicht einfach an dahergelaufen ist und gar nicht an einen Ketten und Futter. Was? Also, schon gar nicht an Ketten und Futter. Ja, trotzdem möchte ich gerne wissen, wie du heißt, ey. Wow, fuck.
Nein. Vergiss es! Schön in die Fresse gedonnert. Ja gut, ich meine, ich habe jetzt bei den Ketten nun schön in die Fresse gedonnert, aber ja gut, treffen lassen sollte ich mich auch nicht immer. Oh, jetzt rastet sie aber aus. Jetzt rastet sie aus und bumm! Treffer 2. Ist mir gelungen. Ja genau, wie hat sie das jetzt hingekriegt? Verdammt, hau ab. Ich muss ihn halt während des Angreifens irgendwie kriegen. Das hat einmal funktioniert und gekapert. Gekapert. Gut, jetzt muss ich ausweichen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und in die Fresse gedonnert. Und tot. Down. Perfekt. Und wir haben einen Multimond. Da sind 3 Monde dran. Heißt es, wir kriegen jetzt 3 Monde? Oder was? Ein Multimond für dich. Ja, sogar ein Multimond. Multimond hoch über den Wasserfall oder so hieß die Aufgabe. Da heißt es, wir kriegen jetzt 3 Monde insgesamt. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese kleinen Öde besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir uns zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Muss ich? Nein, muss ich noch nicht. Ich kann mich auch noch umschauen. Oh, jetzt ist da eine Röhre erschienen. Scheint, es hätten wir genug Monde gesammelt. Und hier ist sogar noch ein Mond. Geil. Auf einen Feldvorsprung. Jetzt gibt es, glaube ich, sogar mehr zu erfahren. Nachdem er, glaube ich, die Hauptmission gemacht hat, gibt es immer noch ein bisschen mehr zu entdecken. So. Da vorne sehe ich einen Mond. Da gehen wir jetzt auch hin. Würde ich einfach mal sagen. Wow, es war jetzt auch ganz schön knapp wieder. So, wir gehen jetzt einfach mal zu den Multimond da vorne hin. Und sammeln den mal ein. Auf den Trümmerhaufen hieß dieser Mond. Ey. Habt ihr eine Macke? Haut ab. Hä? Was ist das denn? Wer bist du denn? Toad? Der blaue Toad aber. Tipptoad. Hallo Mario. Die Brüder Büße helfen mir, stelle ich eine Inventarliste vor den Orten, an denen sich Powermonden befinden. Steht das Finden von Powermonden dich für ein Rätsel für 50 Münzen, helfe ich dir. Möchtest du einen Hinweis kaufen? Nein, ich möchte lieber alles selber herausfinden. Außerdem gibt es dann auch noch die Show. Amiibo. Grüß dich, Jungchen. Alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige die etwas ungewünschte Frage, aber besitzt du Amiibo? Ja, leider ja. Nein, leider nicht. Wenn du welche hast, setze sie ruhig ein. Sie können dir dabei helfen, übrige Powermode zu finden. Und jetzt kommt, je nachdem, welches du einsetzt, gibt es vielleicht sogar ein extra, kleines extra Kostüm für dich. Möchtest du einen Amiibo auf die Suche schicken? Nein, möchte ich nicht. Falls du den Drang verspüren solltest, einen Amiibo einzusetzen, lass es mich wissen. Ja, Jungchen. Ja, das werde ich definitiv. Ich sollte aber lieber aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ich habe das Gefühl, hier oben gibt es jetzt irgendwas. So, irgendwo gibt's was. Halbzeit. Da ist eine Huttür. Okay. Zum Glück haben wir hier mal geschaut. Da gab es jetzt eine Huttür, die habe ich gesehen. So, und was ist das jetzt hier für ein Spielchen? Oh, da gibt es auch einen Mond. Okay. Ach, das müssen wir ohne Käppi machen. Oh, okay. Dann ist das ein bisschen. Das ist wahrscheinlich nicht so schwierig. Aber wir haben es auch geschafft. Kaskadenlang. Tic-Tac-Turnier 1. Ah, jetzt ist das hier hinten auch offen, was wir vorhin gesehen hatten. Es ist ein Mond.
Schatz beim Wasserfallbecken. So hieß der Mond. Das hat doch wunderbar funktioniert, oder? So, wo gehen wir jetzt hin, ist die Frage. Da hinten ist keine gute Idee. Da hinten ist, glaube ich, sogar noch nichts. So, wir versuchen jetzt hier möglichst viele Monde zu kriegen. Vor allem, ey. Okay, nee. Ich will noch nicht zum Globus. Ich will da jetzt noch nicht hin. Weil es jetzt safe euch noch Power-Mode gibt. Ich habe hier vorhin eine Huttür noch gesehen gehabt. Die ist aber, glaube ich, weiter oben gewesen. Ja, die ist weiter oben. Die ist irgendwo gewesen. Da hinten ist, glaube ich, die Huttür gewesen. Ich gehe gleich gucken. Ach, der ist auch da. Hallo, wer bist denn du? Wonach suchst du? Ah, ich weiß. Ah, weiß. Aha. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Raserei in der Dino-Höhle. Hier ist er irgendwo versteckt. Such ihn, find ihn. Chick-chick-chick. Ach, das ist dieser Vogel, der einen Tipps gibt für Powermonde, die man finden kann. Die man zu einem jeweiligen Zeitpunkt noch finden kann. Ich glaube, ich kann sogar noch viele finden. So, und hier sollte jetzt irgendwo die Huttür sein. Ja, da. Ich wusste, hier gibt es die Huttür noch. Hier, jetzt muss man natürlich erstmal die erste Mission abschließen. In der zweiten Welt sieht es natürlich anders aus. Oh. Das sieht mir so aus wie die Dino-Höhle. Okay. Wow, holy shit, Alter. Was geht ab? Okay, ich werde einfach mal hier alle umbringen, die es hier so gibt. So wie es aussieht, spawnen die auch nicht nach, ne? Also, das hat euch mal zu bedeuten, wenn die hier nicht nachspawnen. Da war ich gerade schon safe auf dem richtigen Weg. Alter. Dein Ernst. Nein. Hallo, stirb. Dankeschön. Okay, hier ist nichts, soweit ich sehe. Da oben ist aber Sophie. Ich werde jetzt erstmal den T-Rex kapern. Und werde jetzt erstmal alle diesen kleinen Viecher umbringen. Und ab durch die Mitte, würde ich sagen. Wow, ich bin tot, oder? Oh ne, bin ich nicht. What the fuck, was ist hier los? Hallo? Wo bin ich hier? Oh, hi. Mond! Okay. Komischer Mond, aber trotzdem, wir gucken, was hier hinten noch überall ist. Nichts mehr, okay. Ich würde sagen, springen wir erstmal wieder hoch. Das war mich gar nicht so geplant, so darunter zu fallen. Okay, jetzt müssen wir hier einfach mal durch. Und das hat natürlich auch einen Mond gegeben. Sehr schön. Jetzt kommt drauf an, wo sind wir genau? War jetzt klar, dass der Dino Schrott geht, also sozusagen sich zerstört. Weil so ein großes Ding kann nicht lange halten, okay. Da ist der Powermond, sehe ich das richtig? Und sehe ich das jetzt auch richtig, dass ich den nicht erreichen kann? Kann man den mit dem T-Rex erreichen? So, ich nehme den T-Rex wieder. Versuche auch gleich den Mond zu erreichen. Kann man den mit dem T-Rex nun erreichen oder nicht? Ja, kann man. Raserei in der Dino-Höhle. Das war dieser Stern. Dieser Stern, dieser Mond. Es gibt hier nur Monde, keine Sterne. Okay. Wir müssen übrigens in den Welten auch Backtracking betreiben. Weil nicht alles gleich von Anfang an verfügbar ist. Und da ist gleich der zweite Mond. Aufräumen in der Dino-Höhle. So.
Und dann können wir auch hier raus. Da haben wir alles, was da drin war. Denke ich mir mal. So. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Munde auf Lager, die wir noch machen können. So viel sei gesagt. Einmal hier ist jetzt was Neues aufgekommen. Werden wir jetzt einmal kurz machen. Und ich bin tot. Doch nicht. Gut. Ich dachte gerade schon wieder, ich bin tot. Verdammt. Egal. Ah, da habe ich gerade noch was gesehen gehabt im Anflug mit. Naja, nicht im Anflug, sondern in dem Ding. So, ich benutze einfach das Schiff, um darauf zu kommen. Ja, es geht aber nicht, schade. Gut, dann halt nicht. Bleibt mir weg, Kettenhund. Ich habe ich jetzt nicht gebraucht. So. Dieser Kettenhund da. Der ist, glaube ich, jetzt wichtig. Wir körpern ihn mal schnell. Und bumm. Ah, das hat nur Geld ausgelöst. Okay. Ja, versuchst du mich noch zu treffen, oder was? Gut. Das hat nur Geld ausgelöst. So, das ergibt Münzen. Wir haben jetzt 40 Münzen insgesamt. Das ist relativ gut. Ach, das ist eine kleine Abkürzung. Okay. Abkürzung ist damit auch da. So, jetzt kriegen wir das Geld. Endlich. Haben wir hier ein bisschen Kohle gekriegt. So. Da oben ist nichts mehr. Da hinten war, glaube ich, auch nichts. Wir gehen aber trotzdem mal nochmal hoch und gucken. So, hoch da. So, wir gehen jetzt einfach mal übel schnell hoch. Ist egal, ob er mich getroffen hat. Hier oben muss ich da auch euch mal safe getan haben, oder? Ja, dieses Königsherz ist noch da. Oder ist wieder da. Gehen wir davon aus, ist wieder da. Da hinten ist Captain Toad. Oder was? Okay, hier ist auch euch was, wie es aussieht. Aber kein Powermond da. Okay. Also gehe ich da lieber wieder weg. Und guck jetzt mal zu Captain Toad. Oh, allerdings, Moment, hier ist noch euch was. Wie es aussieht, auch noch ein Powermond. Ja, komm. Ja, das ist doch wohl easy. Fuck. Ah, wir haben ihn noch. Haha. Kaskaden an Tic-Tac-Turnier 2. Wir haben ihn noch gekriegt. Auch wenn es so viel Glück war wie sonst niemand. Okay, da ist ein spezieller Block. Komischer Fels, oder? Ja, der ist total komisch, dieser Fels. Hm, dann warten wir mal. Macht euch mir gar nichts. Ja, das ist mir auch aufgefallen. So. Captain Toad, wo bist denn du? Da unter mir, unter mir, unter mir, unter mir. Captain Toad, ich hab dich gesichtet. Hallo, mein Freund. Mario, wie schön, dich jetzt treffen. Ich bin's wirklich, Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Hier findet man so viele seltene Fossilien. Ich würde in der Luft springen vor Freude. Aber, na, du verstehst schon. Oh, bei meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke ihn dir. Sehr schön. Guten Morgen, Captain Toad, hieß die Aufgabe. So, jetzt müssen wir allerdings wieder runter. Da können wir auch gleich mal gucken, ob hier hinten noch euch, sich euch was getan hat. Es hat sich eigentlich fast in jedem Areal was getan, so wie es scheint. Ja, es hat sich was getan, da ist eine Röhre. Rein da. Also mit Zell kann man... Sorry, mit ZL kann man also in Röhren rein. Okay. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Gewässer nicht berühren darf.
Ich bin mir auch sicher, dass ich diesen Ketten unter vorne brauche. Ja, dass es weitergeht. Okay. So, komm mal her, lieber Kettenhund. Wir brauchen dich als Hilfe, sozusagen. Ah, verdammt, das hat er nicht genommen, ne? Moment, man muss, kann ich den jetzt übelst krass anstoßen? Tatsächlich. Es geht echt. Okay, jetzt muss ich aber ihn auch richtig suchen. Nicht so krass, aber gut. Das war sehr gut. Jetzt muss er ein bisschen mit Winkel arbeiten, okay. Mit Winkel muss man hier arbeiten. Richtig krass, okay. Dann werden wir jetzt hier diesen einen Dude komplett so anstupsen. Perfekt, das hat funktioniert. Wir werden jetzt hier diesen Dude nochmal hier komplett so anstupsen. Halleluja, das funktioniert da wie geschmiert, ey. So, und jetzt den mittig treffen ungefähr. Nicht ganz. Die ist schwierig, die Mission hier. Beziehungsweise das Level. Hat aber jetzt funktioniert. Perfekt. Und da ist eine Röhre. Schon? Kann nicht sein. Da ist noch irgendwas. Der Powermond sogar. Mit dem Kettenhund ins Schwarze. Und sofern ich weiß, ist hier noch einer. Das habe ich mal gesehen. Oh, jetzt hat der Mond nochmal mein Rätsel zu tun. Man hört übrigens die Munde ein bisschen glitzern. Also wie so ein Powerstern hört man die. Ganz leicht glitzern. Ich will wissen, ob da in den Dings immer was ist. Darum stoße ich die auch immer an. Ja, das war ein bisschen zu steiler Winkel. Ich will da wissen, ob da immer was drin ist. Darum stoße ich die auch an, Leute. Es tut mir leid, aber trotzdem. Kann ja sein, dass da immer noch was Wichtiges drin ist. Gut, also der Powermond ist jetzt durch Stings aktiviert worden. Den gibt es erstmal für uns. Volle Punktzahl mit den Kettenhund. Na, volle Punktzahl nicht. Ist trotzdem da nichts drin oder wie sieht's aus? Ich krieg das letzte nicht down. Vielleicht ist es ja wirklich wert. Ah, nee. Das war nichts. Nee. Lassen wir's mal. Sorry. So, dann gehen wir einfach mal zurück und gehen durch die Röhre wieder. So, rein geht's. Perfekt. Da sind wir schon fast im zweiten Part hier durch. Wie bereits gesagt, es hat sich ja auch einiges getan. In diesem Areal hat sich dann auch zu sagen auch was getan. So. Sofern ich weiß, könnten wir jetzt sogar überall hinreißen. Schulter. Über den Fossilienfällen. Wir reißen mal dahin. So, sind wir wieder zurück. Und hier müsste sich auch noch euch meinen Hut. Euch was komplett getan haben an euch einer Seite. Das sind lila Münzen plus ein Mond. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich gehe jetzt einfach mal die Wand ab und gucke mal, ob hier noch irgendwas ist. Wow, knapp aber allerdings. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hierher. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, ja? Aber wir haben es geschafft mit dem Mond erstmal. Über den schwebenden Inseln. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier die ganzen drei Münzen kriegen. Okay, haben wir gekriegt. Perfekt, okay. Ja, ich würde sagen, dann können wir im nächsten Part mit der Odyssee zum ersten neuen Gebiet starten. In diesem Falle gibt es hier, denke ich mir mal, nichts. Oder? Gut, ich kann jetzt nochmal den Dings fragen. Den verdammten, ich weiß nicht, wie der heißt. Tuk-Tuk oder Schnappeluk, so wie der heißt. Wie heißt denn der? Schnackettchen.
So. Am Kluftaufzug vorbei. Am Kluftaufzug vorbei. Ja, ein Kluftaufzug, das weiß ich, dass er da ist. Trotzdem. Am Kluftaufzug vorbei. Da! Da. Ist sogar noch eine Huttür. Danke, Schnacketchen. Du hast mir echt einen kleinen Tipp gegeben. Für die Huttür hier. Rein da. So, was hier abgeht, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch weiterhin. Wenn denn ja und ihr das noch unterstützen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Gebt doch mal einen Daumen nach oben. Bitteschön. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir das hier alles machen. Holy shit. Bis zum nächsten Part und ciao.